denn sie verschwindet immer und dann taucht sie wieder auf. Das irritiert mich dann immer. Irritiert dich das auch? On my own, but I'm never alone. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ja, heute ist wieder eine Quest-Folge am Start und die beginne ich wie immer mit einem Brief und diesmal habe ich mir den Brief von der Abby Ice Rider rausgesucht. Du siehst, es ist diesmal wieder herkömmlich, weil ich meinen Computer noch neu am Aufsetzen bin. Den habe ich nämlich neu installiert, deswegen mache ich die Briefe heute mal so. Die Abby, sie schreibt, hey Dama, falls du es nicht lesen kannst, es heißt Dama. Doch, das kann man sehr schön lesen sogar hier mit den Herzchen. Und ich weiß, dass das ganz viel Aufwand ist. Vielen Dank dafür. Naja, egal. Jedenfalls spiele ich auch School of Dragons. Ja, das ist ziemlich cool. Das gefällt mir sehr. Ein paar Fragen. Kannst du den Brief in deinem nächsten SSO-Video vorlesen? Ich weiß nicht, ob es jetzt das nächste ist, Abby, aber vorgelesen ist er. Und Grüße bitte meinen Club, die Monday Butterflies Family. Hallo, liebe Monday Butterflies Family. Alicia Snowdaughter. Hi Alicia, ich grüße dich. Kadi, auch dich grüße ich ganz herzlich. Und ich werde gegrüßt von dir, liebe Abby, das ist lieb. Und ich grüße dich, liebe Abby. Und dann wird noch die Nadine Almond River von mir ganz herzlich gegrüßt. Und jetzt starte ich gleich rein in die erste Quest. Ja, wie gesagt, mache ich jetzt hier weiter bei der Judy. Auf geht's. Vergleiche die Proben. Okay, also, wir haben da diese sehr interessante Maschine im Stall, die Carney mal von einem Wissenschaftler aus Holland oder so bekommen hat. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an die Geschichte erinnern, das ist echt schon so lange her. Aber das ganz Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass man mit dieser Maschine einfache Analysen machen kann. Zum Beispiel in unserem Fall hier mit dem Öl. Was du jetzt machen musst, ist die Maschine dazu zu benutzen, das Öl vom Ölfeld mit dem von der Weinrebe zu vergleichen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, Judy, ich weiß, was du meinst, okay? Benutze die Maschine, um die Ölproben zu vergleichen. Jetzt muss ich erstmal die Maschine finden. Ach, da! Ah ja, da hatte ich mich ja sowieso schon mal gefragt, ne, was das hier alles ist. Heute übrigens läuft der Server wieder extrem hakelig, finde ich. Also gestern war irgendwie besser, heute ist wieder schlimmer. Also ich weiß auch nicht, das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Vielleicht liegt es daran, dass Samstag ist und viel los ist oder so. Mal schauen. Ich analysiere aber mal. Oh, benutze die Proben. Das mache ich. Okay, auf geht's. Auf wie geht's, auf wie geht's, auf wie geht's. Oh, schon fertig? Na, das ging ja schnell. Nee, ich bin da noch nicht fertig. Bin ich schon fertig? Und nu? Ach so, jetzt muss ich mit ihm hier reden. Ja, dann rede ich mal mit ihm hier. Weil ich habe mich gewundert, dass Judy kein grünes Ausrufezeichen hat. Okay. Dieser alte Kasten funktioniert immer noch toll. Lass mich mal schauen hier. Ich werte dir das mal aus hier. Guck mal. Das sieht so aus, als hätten wir hier das gleiche Öl in beiden Proben. Aber das überrascht mich jetzt nicht. Dich etwa? Nee, mich überrascht das auch nicht tatsächlich. Also, irgendjemand muss jetzt der alten Dame sagen, was hier los ist. Ja, ich nehme an, ich soll das machen, oder? Na, du wärst doch ein guter Übermittler, Aida, glaubst du nicht? Du hast was anderes zu tun? Ja, eigentlich möchte ich auch nicht ihr die schlechten Nachrichten bringen. Von wegen! Nichts ist wichtiger, als der Baroness von der Zerstörung der GED zu erzählen. Los geht's, reite rüber zum Weingut und erzähle es ihr. Ich bin schon am Weingut, aber ich erzähle ihr das trotzdem. Ich finde das aber nicht nett, dass ich das machen muss. So, das sage ich dir. Warum muss ich denn die schlechten Nachrichten übermitteln? Menno, wie unhöflich. Na gut, ich mach's trotzdem. Okay, da vorne steht sie. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Ach Mann. Hallo, Frau Baroness. Oh, ich wollte nicht in sie reinklettern, Frau Baroness. Ach, du schon wieder. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit zu... was? Ja, ich habe hier die Proben von den Öl und irgendwie ist alles zerstört. Was? Das Ölfeld der GED hat meinen Boden und meine Weinfelder kontaminiert? Ach, deswegen bist du hergekommen. Ha, ich wusste es. Und wo sind die Neuigkeiten? Bitte komm doch her, um mir Sachen zu erzählen, die nicht so offensichtlich sind. Ach, Menno, mir wuselt da einer genau im Bild rum. Okay. So, dann drehe ich die Kamera mal so, dann geht das vielleicht besser. Ich
Ach, egal. Bitte entschuldige den kleinen Anfall, den ich gerade hatte. Könntest du mir bei etwas helfen, Aida? Ich habe ein kleines Experiment, das ich gerne versuchen würde. Von einem anonymen Informanten habe ich nämlich erfahren, dass die GED ihre Ausrüstung auf einem illegalen Weg erhalten hat. Und ich rede hier von den Bohrinstrumenten. Ja, was soll ich tun? Was du jetzt für mich machen kannst, ist rüber zum Ölfeld gehen und auf die Seriennummern und die Seriennummern der Maschinen zu suchen. Schreibe die Nummern auf und bring sie mir. Du solltest nicht alleine gehen. Es gibt ein nettes Mädchen, das Sonja heißt. Sie wäre perfekt. Kennst du sie? Du findest sie draußen in den Weinfeldern. Sie untersucht dort Trauben. Alles klar, dann würde ich sagen, suche ich jetzt mal die Sonja, damit ich da nicht alleine hinhampeln muss. Das kann mal aus. Und während ich das mache, schaust du dir das Veildale-Championat an, was ich für dich aufgenommen habe. Viel Spaß dabei. Ja, und du siehst heute das Veildale-Championat. Lange gewünscht, ne? Und endlich habe ich es auch geschafft, mal für eine Folge aufzunehmen. Und anscheinend sogar hat das Aufnahmeprogramm das gemacht, was ich wollte. Hurra! Und ich muss dazu sagen, ich habe bei diesem Championat noch keine Schleife gewonnen. Also weder Bronze, noch Silber, noch Gold. Ich bin bis jetzt immer heilfroh gewesen, wenn ich irgendwie ins Ziel gekommen bin. Und du siehst hier auch, woran das liegt, ne? Ich nehme hier jedes Hindernis mit einer sagenumwogenen Bravour und habe überall ein rotes Bild, weil ich glaube, dass ich möchte, dass Blümchen sich die Beine bricht. Ich weiß es auch nicht. Also irgendwie liegt mir das Championat überhaupt nicht. Ich finde, es ist schon cool, ne, weil mir auch die Hindernisse eigentlich gut gefallen. Und mir gefallen auch die Kurven hier. Ich finde das echt richtig cool gemacht. Aber ich persönlich finde es richtig schwer. Nun ist aber auch das Veldel-Championat oft zu Zeiten, wo ich das gar nicht reiten kann, weil es mir entweder zu spät oder zu früh ist. Und deswegen ist das für mich ein bisschen schwierig. Das heißt, ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie richtig zu üben. Dabei möchte ich da endlich auch mal besser werden, ey. Das wäre echt mal ganz, ganz cool. Die liebe Anushka Queen Pie, die ist hier an erster Stelle, reitet hier vorweg. Sie scheint auch ziemlich Lecks zu haben, denn sie verschwindet immer und dann taucht sie wieder auf. Das irritiert mich dann immer. Irritiert dich das auch, wenn du solche Leute vor dir reiten hast? Ich meine, weiß, da kann ja keiner was dafür. Ich finde es jetzt nicht, ne, aber das irritiert mich immer dann. Auf einmal taucht ein Pferd auf und oh mein Gott. Hier immerhin kriege ich die Hürden ganz gut genommen. Da bin ich ganz froh, dass ich da so durchkomme. Allerdings ist mein persönliches Nadelöhr bei dieser Strecke auch gar nicht hier diese ganze Springerei. Ich meine, natürlich, du siehst, das kann ich auch nicht gut. Aber viel schwieriger finde ich gleich die Kurve, die da kommt. Nicht mal die hier. Und die, finde ich, geht eigentlich noch. Ich finde jetzt alles, was ab diesem kleinen Steg kommt, ne? Also jetzt hier dem, wo man den grünen Pfeil schon sieht hier. Also hier dem. Deswegen werde ich jetzt hier, und das siehst du auch, ich werde jetzt langsamer, weil ich mich hier schon so oft verfranselt habe. Dann habe ich das Fähnchen verpasst, das möchte ich jetzt unbedingt nehmen. Und gerade hier die Kurve um den Haus, jetzt bin ich echt ganz langsam rumgeritten. Habe ich nämlich schon oft, bin ich an dem Stein hängen geblieben oder an dem Haus hängen geblieben oder sonst wo. Deswegen bin ich jetzt einfach langsam rumgeritten, weil ich wenigstens ans Ziel kommen wollte. Es war gar nicht mein Plan, hier Erste zu werden. Trotzdem ist es mir gelungen. Ich freue mich natürlich, dass es trotzdem geklappt hat, denn es ist meine erste Schleife in Veildale und ich gratuliere natürlich Sascha Wolfdaughter zu Platz 2 und Chiara Blueberrywater belegt Platz 3. So, ich habe Sonja gefunden. Hier ist Sonja. Hallo Sonja. Ich habe dich hier noch nie stehen sehen. Ich war hier schon so oft. Hi, ich bin Sonja. Warum? Ja, die Baroness, ja, pass auf, die Baroness hat gesagt, du sollst mich begleiten, damit wir die Seriennummern holen können von den blöden Bohrautomaten-Apparaten da. Ach, die Baroness will, dass ich dich begleite. Ja, natürlich komme ich mit. Trauben zu untersuchen ist wirklich langweilig, also komme ich gern mit dir. Hey, warum machen wir nicht ein Wettrennen zum Ölfeld? Alles klar, machen wir das. Rennen gestartet. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Okay. Wettrennen. Oh, ich muss da unten lang. Hilfe, sag mir das doch einer. Oh nein, oh Gott. Wenn man die Strecken nicht kennt, ne, ich sag's dir, dann ist es echt immer nicht so easy. Mano. Okay, muss ich jetzt unten lang? Ja, da vorne sind die Fähnchen, ich sehe sie. Ja, da ist der grüne Pfeil. Ich muss mich da ein bisschen orientieren, ist nicht so einfach. Mann, Mann, Mann. Okay,
weiter geht's im Sauseschritt hier zu den Ölfeldern. Wo muss ich denn lang? Jetzt hier vorne rum, um die Kurve. Sehr schön. Und haha, das letzte Mädchen ist ein fettes Huhn. Ich bin's nicht. Ich war nicht Bummeletzte. So, aber wo ist denn Sonja? Sonja, wo bist denn du jetzt? Hallo Sonja? Wo ist denn Sonja? Laufend. Mache ein Wettrennen zum Ölfeld. Ja, das habe ich doch gemacht. Ach so, die war noch nicht da. Das hat so lange gedauert. Sonja, du bist langsam. Okay, wir sind da. Bist du sicher, dass du das machen willst? Weil diese Öltypen, die sind echt überall und wir könnten geschnappt werden. Ja, was sollen wir machen, Sonja? Was muss, das muss, oder? Lass es uns so machen. Du gehst und schreibst die Nummern auf, während ich schmiere stehe, okay? Halte dich einfach von diesen gruseligen Typen fern und alles sollte gut gehen. Also höchstwahrscheinlich. Hier hast du einen Zettel und einen Stift. Ah, jetzt ist hier unten wieder... Oh, wow, 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 wow. Okay. Sie steht ja schmiere, ne? Na, hoffentlich macht sie das auch gut hier. Okay, ich schreibe jetzt hier mal auf. Benutze... Oh, hoffentlich muss ich nicht noch absteigen, ne? Das fehlte mir dann noch. Nee, geht. Transferieren. Okay, ich transferiere mal. Also, und jetzt... Davor. Oh, 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 da ist einer. Guck mal, kann ich da von hinten... Ja, da vor dem lang will ich nicht reiten. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oder vielleicht, wenn ich hier so ein... Weißt du... Einen Bogen mache. Okay, alles klar. Jetzt dann hier vorne. Ja, da komme ich. So geht's. So klappt's, so klappt's, so klappt's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber hier... Oh. Ach, das ist der Kempel sowieso, der da so doof in der Gegend rumsteht, ne? Okay, aufschreiben. Nächstes. Nächstes, nächstes, nächstes. Okay, da drüben husche ich jetzt mal hin. Ich sehe jetzt da keinen Arbeiter im Moment. Guck mal, ich kann auch erst da oben... Oh, nee, da kommt einer. Ich reite erst hier rüber. So, alles klar. Jetzt dann hier schnell aufschreiben. Perfekt. So, und jetzt dann da oben noch irgendwie. Ja, da warte ich mal, da kommt der da. Guck mal, vielleicht kann ich hier so... Na, 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 la, 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 la. Ganz unauffällig. Ja, jetzt... Oh nein, da ist ja noch einer. Oh nein, okay. Ich guck mal, dass ich hier drüben irgendwie... Wow. So. Und dann hier so, falls du wieder von hinten, so da mich ranpirsche, verstehst? Okay, das ist gut gegangen. Aber gut schmiere gestanden hat sie nicht gerade, muss ich ja sagen. Sie hat mich nicht gewarnt, wenn da welche waren. Das war nicht nett. So. Sonja. Hast du alle... Oh Gott, ey, ich bin so erleichtert. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Na, frag mich mal. Ich bin da doch rumgeritten. Wir müssen so schnell wie möglich zum Landgut zurück. Auf geht's. Ja, auf geht's. Rennen gestartet. Hurra! Mensch, hier ist ja Jagd ein Rennen, das andere. Aber Gott sei Dank gibt's keine XP, weil ich bin ja nicht mit meiner kleinen, süßen Snowy 101 unterwegs, ne, sondern mit dem Blümchen. Und deswegen, oh, aber da bin ich ganz froh, dass es keine XP gibt. Sonst hätte ich mich noch geärgert. Da vorne, weil die ja noch gelevelt werden muss, ne. Snowy, die ist ja noch nicht so weit. Die brauchen noch ein bisschen. Und da ich ja die Geburtstagsrennen auch nicht alle machen konnte und man die ja auch nur einmal machen konnte, war das natürlich alles ein bisschen, Wäre cool gewesen, wenn man die hätte zweimal machen können, ne? Jede Woche einmal, das wäre toll gewesen. Aber leider konnte die jeder nur einmal machen. Naja, ist nicht so schlimm. So. Yay! Gute Arbeit. Okay. Ach so, jetzt muss ich wieder auf das lahme Mädel warten. Oder da kommt sie schon, guck mal. Ja, wenn du auch im Arbeitsgalopp hier reitest. Was bist denn du für eine Rennreiterin? Wo bist denn du überhaupt? Okay, dann
Mann, du bist echt schnell. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat also alles gut geklappt. Wir sind ein tolles Team, findest du nicht? Wie auch immer, ich muss jetzt zurück zu meinen Stallpflichten. Du solltest jetzt zur Baroness gehen. Wir sehen uns. Alles klar, jetzt gebe ich noch die Seriennummern ab und dann war es das, glaube ich, für diese Folge auch schon wieder. Aber ein bisschen was geschafft habe ich dann ja, ne? Guck mal, so kurz vor Level 9 bin ich jetzt. Ist ja cool. Nächste Woche wird es dann Level 9 werden. Das freut mich natürlich. Hallo, hast du Sonja gefunden? Ja, habe ich. Okay, gut. Und meine Seriennummern? Ja, hier, guck mal hier. Ich habe die aufgeschrieben. Oh, ich bin beeindruckt. Sehr gute Arbeit. Also, vielleicht werde ich dich für andere Missionen in Zukunft nutzen. Du siehst, was du jetzt gemacht hast, kann im Kampf gegen die GED sehr hilfreich sein. Danke vielmals, Aida. Du hast sehr ehrenhafte Arbeit gelandet. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Wuhu! Level 9 ist da. Hurra! Sehr schön, aber weiter questen werde ich dann erst. Ich guck mal noch, wie die heißen. Nur eine Sache, nimm diesen Brief mit und wirf ihn ein. Ein Briefgang ist am Eingang des Landguts. Er ist an meinen Sohn interessiert, der in Jorvik City wohnt und dort für den Stadtrat arbeitet. Er wird herausfinden, ob irgendwas mit dieser Bohranlage nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Herr Kempel sie nicht auf legalem Wege erworben hat. Ja, das kann ich noch schnell machen hier. Da muss ich ja nur da vorne zum Briefkasten. Ich würde aber sagen, ich queste dann tatsächlich an anderer Stelle weiter. Ne? Hier gibt es ja dann anscheinend für mich jetzt ja eh noch einiges zu tun. Und ich freue mich schon drauf. Ich mache jetzt hier nur den Brief rein. Der Brief ist jetzt im Briefkasten. Einwandfrei. Und dann queste ich ein anderes Mal hier weiter. Zum Abschluss der Folge gibt es dann noch einen Brief von der lieben Dakota Deerwall. Hi, ich bin Dakota und ich schaue deine Videos immer. Und schade, dass jetzt mein Leben für die Pferde schon fertig ist. Ich habe das Spiel auch, aber nur als Demo. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, wo ich dir einen Brief schreiben wollte. Ich finde, du bist eine sehr coole Person und gestaltest deine Videos einfach mega toll. Vielen, vielen Dank, liebe Dakota. Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich versuche da schon ganz viel Mühe mir reinzulegen in die Videos. Und wenn es dann euch gefällt, gefällt es mir natürlich auch. Ich hoffe, ich sehe dich mal in SSO. Ich bin auf dem ersten Server Winterstar. Auf welchem bist du eigentlich? Ich bin auf dem vierten Strawberry Kingdom. Das heißt, über den Weg laufen werden wir uns vermutlich so schnell nicht. Aber schreiben kann man sich ja trotzdem. Ist nicht so schlimm. Oh, guck mal, die Chiara Blueberry Water steht jetzt in mir drin. Nicht so schlimm. You are the best. Dankeschön. PS, Grüße bitte einmal von mir. Dina Monsterweb. Liebe Grüße, Dina. Lilly Starhill. Hi, Lilly. Und auch gerne mich. Liebe Grüße an dich, Dakota. Du kannst den Brief im Video vorlesen. Liebe Grüße, deine Dakota Deerwall. Vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen total tollen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns dann entweder im Spiel oder vielleicht unter einem Video lesen. Und sag bis dahin, ciao, ciao, deine Damakash.